Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, wir haben gestern hier alle miteinander den 25. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Wir haben gefeiert, dass in Europa vor 25 Jahren der eiserne Vorhang niedergerissen wurde. Wir haben uns alle miteinander sehr darüber gefreut. Und es war auch gut, dass wir das hier gefeiert haben. Wir sollten nicht heute, einen Tag nach dieser Feier, uns dafür stark machen, oder Sie sollten sich nicht heute, einen Tag nach dieser Feier, dafür stark machen, dass wir an unseren Grenzen, dass wir an den europäischen Grenzen wieder neue Zäune und neue Mauern errichten. Stacheldraht, Zäune, Mauern kann nicht die Antwort auf die Wanderungsbewegungen in unserer globalen Welt im 21. Jahrhundert sein. Wir sehen es doch, Menschen, die alles verloren haben, die vor Krieg fliehen, die vor Terror fliehen, die vor Folter fliehen, diese Menschen lassen sich auch nicht durch Stacheldraht und Militär davon abhalten, dass sie für sich und ihre Familien Schutz suchen, dass sie Schutz suchen bei uns im sicheren Europa. Mit all den Abschottungsmaßnahmen, die im Moment in der Diskussion sind und zum Teil in Ungarn praktiziert werden, mit all diesen Maßnahmen verschärfen und vergrößern wir nur die elende Situation der Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit sind. Wir helfen den Schleppern, den Schleusern sogar noch dabei, ihr schmutziges Geschäft mit dieser Not der Flüchtlinge zu machen. Es gilt, je höher die Zäune, desto höher die Preise der Schleuser, desto gefährlicher die Fluchtrouten und desto mehr Menschen werden auf der Flucht ihr Leben lassen. Die Lösung liegt also nicht in einer weiteren Abschottung, in der Bekämpfung oder der Kriminalisierung der Flüchtlinge. Die Lösung müssen anders aussehen. Und auch Viktor Orban kann und darf kein Vorbild für unsere Politik in Bayern, in Deutschland und in Europa sein. Wir wollen keine Orbanisierung der deutschen und der europäischen Flüchtlingspolitik, sondern im Mittelpunkt muss Menschlichkeit und Pragmatismus stehen. Was brauchen wir also? Ich will mal sozusagen von der obersten Ebene anfangen, um dann dazu zu kommen, was wir hier in Bayern jetzt sofort und vor Ort tun müssen. Natürlich brauchen wir endlich eine internationale Friedensdiplomatie, eine internationale Krisendiplomatie. Der schreckliche Krieg in Syrien wütet seit mehr als 4,5 Jahren. Und er war fast schon sagen, aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit geraten. Es gab keine Friedensinitiativen mehr. Kaum jemand hat sich mehr um dieses schreckliche Thema gekümmert. Und erst jetzt, wo das Elend der Flüchtlinge mitten in Europa ankommt, wo es so sozusagen durch die Flüchtlinge vor unserer Haustür steht. Erst jetzt merkt Europa und auch die UN, dass wir nicht einfach so weitermachen können, dass wir nicht einfach weiter so zusehen können. Und deswegen muss es auch von Deutschland, von Europa verstärkten Druck geben auf eine internationale Friedensdiplomatie, damit wir zumindest zu einem Waffenstillstand in Syrien kommen. Und wenn wir uns anschauen, was weltweit im Moment los ist, Sie hören die Nachrichten aus Afghanistan, aus Kunduz, Sie bekommen mit, dass auch die Nachbarländer Syriens extrem belastet sind und instabil zu werden drohen. Und deswegen müssen wir alles tun auf internationaler Ebene, um die Krisenherde zu stabilisieren und nicht noch durch möglicherweise Waffenlieferungen dazu beizutragen, dass wir noch mehr Instabilität und noch mehr Krisen haben.
Wir müssen selbstverständlich die Situation in den Flüchtlingscamps, in den Krisengebieten, in den Nachbarländern verbessern. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, Herr Kreuzer, zu diesem Punkt Ihres Antrags. Wir müssen die Nachbarländer Syriens stabilisieren, weil ansonsten, wenn wir es dort nicht schaffen, dass die Menschen in diesen Lagern überhaupt leben können, überleben können, dann weiß ich nicht, was dann noch alles passieren wird. Und die angedachten Summen, die im Moment in der Diskussion sind, die reichen bei weitem nicht hin. Die reichen hinten und vorne nicht hin. Die sind ehrlich gesagt lächerlich. Und da, glaube ich, braucht es auch eine Initiative der Bundesregierung mit viel deutlicheren und kraftvolleren Anstrengungen hier zu unterstützen. Das ist eine herausragende Aufgabe, das ist eine wichtige Aufgabe. Und auch da wird Deutschland und Europa seiner Verantwortung noch nicht gerecht. Die Lösung liegt in mehr Solidarität und nicht in weniger Solidarität. Mehr Solidarität auf der europäischen Ebene, in Deutschland bis hinunter in die Kommunen auf der Alltagsebene. Wir stehen vor einer riesigen Aufgabe, und die können wir lösen, wenn alle Ebenen, von der EU über die Bundesregierung, die Bundesländer bis hin zu den Kommunen, wenn alle Ebenen sie endlich als gemeinsame Aufgabe annehmen und nicht sich den schwarzen Peter hin und her schieben. Und Alleingänge, wie wir sie im Moment insbesondere von Herrn Seehofer hören, von der CSU hören, Alleingänge lösen keine Probleme, sie schaffen zusätzliche Probleme in der derzeitigen Situation, und zusätzliche Probleme können wir im Moment am allerwenigsten brauchen. Und bei allen Herausforderungen, die wir haben, bei allen Problemen, die wir haben, wir sollten nie vergessen, die wirklichen Probleme, die existenziellen Probleme, die haben nicht wir, die haben die Flüchtlinge. Und hier in Bayern sollten wir uns darauf konzentrieren, dass was wir hier und jetzt, was wir sofort unternehmen müssen. Und da ist die erste und die oberste Aufgabe, dass wir die Unterkünfte winterfest machen. Die Zelte, das geht nur mehr ein paar Tage, das wissen Sie selber, die Zelte, die nicht beheizbar sind. Und deswegen müssen wir alles tun, damit wir jetzt sofort zu winterfesten Unterkünften kommen. Und ich frage mich schon, wieso es bis heute kein Leerstandskataster von ganz Bayern gibt. Wieso liegt uns das noch nicht vor? Es müsste sofort auf dem Tisch liegen, damit wir alle verfügbaren Gebäude und Leerstände nutzen können. Wenn Sie das haben, wunderbar. Wir als Opposition haben es nicht. Bisher liegt der Öffentlichkeit und uns als Opposition kein Liegenschafts- und kein Leerstandskataster vor. Legen Sie das sofort auf den Tisch. Damit wir alle wissen, wo es Möglichkeiten gibt. Es gibt Baumärkte, die leer stehen. Es gibt Unterkünfte, die leer stehen. Es gibt Hallen, die leer stehen. Und das ist eine wichtige Information, damit vor Ort dann die Unterkünfte geschaffen werden und damit Flüchtlinge im Winter nicht in unbeheizbaren Zelten leben müssen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Sie können am Ende meiner Rede was sagen. Bitte schön. Wir müssen zweitens diejenigen stärken, die vor Ort, zum Teil rund um die Uhr, alles tun, um die Flüchtlinge zu unterstützen, den Flüchtlingen zu helfen, die Situation zu bewältigen. Die Hilfsorganisationen, die Kommunen, die Ehrenamtlichen, Sie alle wissen das. Und deren Leistung kann man nicht genug schätzen, kann man nicht hoch genug einschätzen. Wenn die aus Frust und Überforderung aufgeben, dann haben wir ein echtes Problem. Und deswegen müssen wir alles tun, damit wir die Hilfskräfte vor Ort unterstützen. Wir müssen drittens
ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stellen zur Bewältigung, und zwar vor Ort zur Verfügung stellen. Und deswegen fordere ich Sie auf, die Pauschale, die jetzt der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, zum großen Teil an die Kommunen weiterzuleiten, weil auf der kommunalen Ebene entscheidet sich, wie mit der Situation umgegangen werden kann. Wir müssen deswegen die Kommunen vor Ort stärken und ihnen die finanziellen und personellen Ressourcen dazu zur Verfügung stellen. Und wir müssen viertens die Integrationsmaßnahmen sofort auf den Weg bringen. Wir haben in diesem Sommer eine wunderbare Willkommenskultur in unserem Land erlebt. Und ich glaube, wir können alle darauf stolz sein, dass so viele Menschen sich engagieren, dass sie die Menschen willkommen heißen, dass sie ihre Kraft, ihre Zeit zur Verfügung stellen und dass sie was tun, dass sie selber etwas tun, um den Flüchtlingen zu helfen. Diese Willkommenskultur ist ein wunderbares Aushängeschild für unser Land und darauf können wir stolz sein. Aber auf diese Willkommenskultur muss jetzt die Integrationskultur folgen. Und wir merken, wir sind längst noch nicht fit in unseren Systemen für die Integration. Das fängt beim Gesundheitssystem an, Stichwort Gesundheitskarte, da wird mein Kollege nachher was dazu sagen. Das geht über das Bildungssystem weiter, das geht über die Teilnahme weiter. Das heißt, wir müssen jetzt endlich dazu kommen, eine Integrationskultur in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verankern. Und das muss sofort beginnen. Es wurde schon häufig gesagt, wir dürfen die Fehler der Vergangenheit in dem Bereich nicht fortsetzen. Und deswegen brauchen wir als allererstes eine entsprechende Anzahl von Integrationskursen, von Deutschkursen, von Sprachangeboten, von Schulbildung, von Ausbildung. All das muss sofort zur Verfügung gestellt werden. Und zum Schluss ein Appell an Sie. Wenn immer davon die Rede ist, Massen, Wellen, Ströme, ich bitte Sie, es geht um Menschen. Es geht um Kinder, es geht um Frauen und es geht um Männer. Jeder Einzelne hat ein Gesicht und jeder Einzelne hat Rechte und hat Würde. Das sollten wir in dieser Debatte niemals vergessen. Vielen Dank.